Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Donnerstag, den 6.7.23. Ich grüße euch. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es hervorragend. Mir geht es auch hervorragend. Sage ich jetzt einfach mal. Warte mal, musst du noch schnell klicken. Okay. Ah, okay. So. Wir gucken auf den Donnerstag, was wir da so haben. Ich danke euch für eure regen Kommentare unter unseren Sternzeichen. Freut mich immer sehr, wenn sowas kommt. Dann weiß ich, das ist so sagen wir mal, so eine kleine Bezahlung für mich. Wir haben einen Freund. Und wir haben es heilt. Ein Freund heilt, eine Freundschaft heilt, Unbekanntes heilt und das Kollektiv heilt. Also wir haben hier einen unbekannten Freund, der hier Heilung bringt. Wir haben einen Freund, der heilt. Wir haben unbekannte Freunde im Außen, die uns Heilung bringen, also wie immer wir es sehen wollen. Schauen wir mal. Der Freund hat Angst. Okay, dann darf er ja auch heilen. Also der verliert dann seine Angst praktisch. Ja, es nervt. Und was man nicht wissen, es auch nervt. Also diese Angst ist eigentlich die vom Unbekannten. Man weiß nicht, was kommt, weiß nicht, was passiert. Bla, bla, bla. Und da hat man dann automatisch Angst. Also viele entwickeln da Angst. Aber wir haben hier eine Heilung, eine versprochen, dass wir einen Neuanfang haben, auch wenn das Kollektiv eben durch diese Angst in Unordnung ist. Also hier völlig, ja, aufgelöst würde ich jetzt nicht sagen, aber wirklich völlig in Unordnung ist. Angst, nervig, unbekannt, mehr. Also die Angst wird vom Unbekannten wird immer mehr. Kann ich verstehen. Bei dieser Regierung kann ich es absolut verstehen. Ja, dann kommt aber hier auch mehr Erfüllung auf uns zu. Die Regierung ist in Unordnung, aber auch darauf verspricht es Heilung und einen Neuanfang. Okay. Und hier liegt die Mutter oben. Okay. Also wenn man es jetzt ganz global sieht und hier, was ist denn das Schwirbeln für zwei unten, und hier ja die Regierung sieht, die auch in Unordnung ist, die aber hier auch heilt und Neuanfang und eine Frau drüber liegt. Wir haben zwei starke Frauen, nur zwei starke Frauen in der gesamten Politik, die ich sehe. Das ist einmal die gute Frau. Also wenn ich wüsste, wie die zwei heißen, eins die Weigel und das andere ist, also die eine ist von den Linken und die andere ist von der AfD. Die einzigen zwei Frauen, die wirklich, oder die einzigen zwei Personen, nicht nur Frauen, Personen, die für mich herausragend sind. Also global gesehen kann das jetzt schon sein, dass diese zwei ja im Laufe der Zeit was anstoßen. Ich meine, die machen ganz schön Rabatz, folgedessen kann das schon sein. Also das jetzt gehen wir aber mal von der Geopolitik mal weg, von der, ja, was weiß ich, wie das heißt, ins Kleine. Und zwar haben wir hier ja immer noch Angst und hier liegt die Mutter drüber. Und die Mutter ist ja nicht nur unsere Mutter, unsere Freundin, unser Vater, unser Bruder, unsere Schwester, sondern eben auch jemand, der sich kümmert. Du weißt, eine Mutter, also wenn du heimkommst, du hast Angst, du hast das Knie aufgeschlagen, weißt nicht, was los ist, tut da alles weh, kommst heim zur Mama, Mama nimmt dich im Arm und macht das, was zu machen ist und alles ist wieder heile. Auch diese Energie liegt hier drüber, auch im Kleinen. Hier kommt eine, ja, in dem Fall eigentlich eine Person oder auch eine Gruppe Menschen, die dir Sicherheit geben, wie auch immer, wo auch immer. Hier ist eben sehr viel Angst und ich weiß nicht, wovor du Angst hast, aber auf jeden Fall sollte es gut werden. Das kann hier. Offizielle Sachen, das kann in jeder Zeit ein Arzt sein, eine Ärztin sein, also es kann ein Rechtsanwalt sein oder was im weitesten Sinne auch offiziell ist. Also hier kommt irgendjemand, der uns die Angst nehmen kann.
jeder in seinem Bereich, was er, ja, wo er halt Angst hat, weiß ich nicht. Uns verspricht es obendrein ein Neuanfang und Heilung für die ganze Unordnung, die hier herrscht. Hier in der Mitte haben wir nämlich die Erfüllung. Und wenn wir hier ins Energetische reingehen, dann haben wir hier einen großen Aufschrei, einen großen Drang unserer eigenen Seele, die hier wirklich stark wird, erstarkt. Also es ist nicht nur die Seele, die in dir ist, sondern auch die Seele, die über dich wacht. Also ich kann jetzt auch nur sprechen, nur nachsprechen, weil ich es eben nicht weiß, dass wir bloß einen Anteil von Seele haben und der größte der Anteil außen ist, weil sonst wäre es zu groß und weiß ich nicht. Ich weiß aber, ob das so ist, weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es außerhalb von mir, außerhalb der Quelle, also nicht meine Quelle, sondern noch, ja, irgendeine Instanz gibt, weil an der, ich sage halt auch, höhere Selbst. Wer das im Endeffekt ist, kann ich euch nicht sagen. Aber das macht gar nichts. Also ich habe auch noch nie nachgefragt, war mir auch schon immer egal. Es ist jemand, der wirklich mich wahnsinnig lieb hat und zu mir steht. Also von der Idee, dass es wirklich ein Großteil meiner Seele ist, ja, okay, also nehme ich so. Das hat mich eigentlich noch nie interessiert. Ich weiß nicht, ich habe nicht weiter gefragt. Auch ist ja egal. Aber wer oder was diese Mutter hier ist, im Energetischen. Es kann dein Schutzengel sein, deine Helfer sein. Es kann wirklich deine eigene Mutter sein, die nicht mehr auf Erden wandelt. Kann es zwar in der Welt auch sein, die dir hier deine Ängste nimmt, aber auch tote Mütter sind hier bei uns. Also das weiß ich ganz sicher, dass meine Mama immer da ist. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich sie brauche, ist sie da. Aber hier möchte unsere... Wir kriegen Energien, ich sag's mal so, wir kriegen Energien, die uns erstens mal unsere eigene Seele bewusst werden lässt und wir darin Sicherheit finden können. Umso größer du innerlich wirst, umso mehr du entdeckst, dass du wirklich Macht und Kraft in dir hast, sprich von deiner Seele oder. Also ich glaube, das ist für jeden ein bisschen anders. Es ist zwar bestimmt alles gleich, aber für jeden empfindet es ein bisschen anders. Darum will ich mich da gar nicht festlegen, was man da spürt. Es ist auch vollkommen egal. Du erlangst absolute Sicherheit, weil du merkst, du bist nicht allein, weil du merkst, da ist eine Instanz in dir, auf die du dich verlassen kannst. Aber, und das wollte ich von Haus aus ganz dringend mal sagen, auch für alle Sternzeichen. Ihr müsst was tun dafür. Gerade in den Sternzeichen ist wahnsinnig viel Umschwung und Veränderung drin. Aber ihr müsst es auch tun. Also nicht da sitzen und warten, dann kommt es nicht. Was tun. Und hier ist es genauso. Wir kriegen die Impulse, starke Impulse, die uns eine Sicherheit spüren lassen, um in Heilung zu gehen und unseren Neuanfang, wie auch immer es ausschaut, unseren Weg oder zu gehen. Weil der Neuanfang ist ja meistens bloß was Kleines, ist ja nicht ein komplett neues Leben, sondern ein Neuanfang in irgendeinem Bereich deines Lebens, weil du einen Schritt weiter gemacht hast. Das ist bei jedem Schritt auf deinem Weg, wenn du die Gesellenprüfung gemacht hast, hast du einen Neuanfang, weil du jetzt Geselle bist. Und dann hast du den Neuanfang auf dem Weg zum Meister. Also es ist immer ein Neuanfang, jeder neue Schritt. Du hast irgendwas abgeschlossen und hast einen Neuanfang. Also das muss jetzt nichts ganz Großartiges sein, aber es ist auch energetisch so. Hast deine Seele erkannt, du hast deine Stärke erkannt, ist wunderbar. Jetzt hast du aber einen Neuanfang mit erstarkter Kraft. Und das gilt es dann wiederum umzusetzen. Also das, was du jetzt erlebst, auch energetisch, bringt auf jeden Fall Heilung. Für dich und für deinen Freund, das heißt, wir können auch durch das, was wir hier erleben, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder helfen, aus der Angst rauszukommen, weil du eine Heilung erlebst.
Und das ist ja auch schön. Auf der anderen Seite wird auch uns geholfen, wenn wir Hilfe brauchen. Und genau das liegt hier. Und finde ich sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, ganz, ganz weit Deutschland, ja, hier Kollektiv und eine Frau liegt drauf, glaube ich. Ich vermute mal, wissen zu was es ist, aber nicht zwingend. Aber auch im Kleinen kriegen wir eine Heilung und vor allem wirklich, wirklich Hilfe. Aber trotzdem musst du es tun. Selbst wenn deine Seele erstarkt, selbst wenn du Hilfe bekommst, musst du es tun. Du musst anschaffen. Du bist der, der es machen muss. Du musst der den Schritt gehen muss. Da hilft dir keiner. Man gibt dir die Kraft. Nein, du hast jetzt die Kraft. Du hast das Wissen, du hast die Sicherheit, diesen Schritt gehen zu können. Aber gehen musst du. Deine Seele kann ihn nicht für dich gehen. Deine Überseele kann nicht gehen und deine Schutzengel kann auch nicht gehen. Du musst ihn gehen. Und das ist bei allem so. Ist egal, wo du Hilfe kriegst, du musst gehen. Gut, in diesem Sinne mache ich jetzt Schluss, weil jetzt muss ich ganz dringend für kleine Mädchen. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen
und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.